Tag der offenen Tür im Lufttransportgeschwader 63. Für viele beginnt er mit dem Ausfüllen von Losen oder mit Schlange stehen für die glücklichen Gewinner, um an einem der vielen tausend Freiflüge in der Transall teilnehmen zu können. Keine leichte Aufgabe für die Männer des Luftumschlagzuges, denn immerhin sollen an diesem Tag mehr als 2.500 Fluggäste abgefertigt und in die bereitstehenden Rundflugmaschinen aufgeteilt werden. Wo sonst Soldaten im einheitlichen Olivgrün sitzen, warten jetzt bunt gemischte Fluggäste, große und kleine, ungeduldig und mit Lampenfieber auf das große Flugerlebnis. Für all die bodenständigen Besucher bietet der heutige Tag ganz besondere Besichtigungsmöglichkeiten. Ostdeutsche Transportflugzeuge, wie hier die Antonov, ein ähnliches Arbeitspferd in der Transportfliegerei wie die Transall, sind hier zum ersten und wohl zum letzten Mal zu sehen, denn sie werden schon 1993 nicht mehr fliegen. Weiterhin bekommt der Besucher einen Überblick über all die anderen Luftfahrzeuge, die zurzeit in der Transportfliegerei der Luftwaffe eingesetzt werden. Nach dem neuen Konzept Lufttransport 2000 werden nur noch 3 Transportgeschwader, verteilt auf die ganze Bundesrepublik und die Flugbereitschaft in Köln-Bonn, dem Lufttransportkommando in Münster unterstehen. Immer wieder gerne gesehen wird das Absetzen von Fallschirmspringern aus großen Höhen, was auch zu den Aufgaben des Lufttransports mit der Transall gehört. Der wartende Pilot am Flugfeld verrät, dass gleich ein Teil der vielen geplanten Flugvorführungen beginnen wird. Anders als sonst bei diesen Veranstaltungen soll es diesmal nur Flugvorführungen geben, die auch sonst zum Alltag der Transportfliegerei gehören. Also keine spektakulären Flugshows mit Nervenkitzel, die immer umstritten waren und jetzt auch verboten sind. Gleich zu Anfang stellt sich ein Bell UH-1D Hubschrauber vor. Zurzeit ist er noch in Alhorn stationiert. Interessierte Bürger erhalten durch sein Erscheinen die Gelegenheit, sich ein persönliches Bild über diese Hubschrauber zu machen, die auch bald in Schleswig-Holstein öfters zu sehen sein werden. Neben den Aufgaben des Kurzstreckenlufttransports wird dieser Hubschrauber auch für den Such- und Rettungsdienst eingesetzt, was man hier an der seitlichen Beschriftung erkennen kann. Bei dieser Vorführung soll die Evakuierung von Personen demonstriert werden, und zwar unter Bedingungen, die eine Landung des Hubschraubers nicht zulassen. Anwendung findet dieses Verfahren bei in Seenot geratenen Schiffen oder in bergigem Gelände. Als nächstes werden wir das Bergen eines Verletzten sehen, wieder mit Hilfe einer Winde, die zuerst den Retter herablässt.
Das fahrende Feuerwehrfahrzeug soll in diesem Fall zum Beispiel ein sich bewegendes Schiff darstellen. Dieses fordert vom Piloten ein hohes Maß an fliegerischer Präzision und Fingerspitzengefühl. Eine andere Form der Hohen Schule fliegerischen Einsatzes ist der Formationsflug. Auch wenn dieses nur wie reine Showfliegerei aussieht und von den meisten Zuschauern sicherlich auch gerne als solche gesehen wird, so fordert es doch ein Höchstmaß an fliegerischer Disziplin und ein sekundengenaues Timing. Unser Retter, der auf hoher See auf ein Schiff herabgelassen wurde, hat den Verletzten geborgen und wird jetzt zusammen mit ihm wieder an Bord des Hubschraubers geholt. Diese und viele andere Rettungseinsätze werden von den SAR-Besatzungen immer wieder geübt und haben schon vielen Menschen das Leben gerettet. Der Verletzte kann jetzt bereits ärztlich versorgt und in die nächste Klinik geflogen werden. Auch dies stellt eine Form des Lufttransportes in der Luftwaffe dar. Überhaupt spielt das genaue Timing eine große Rolle an diesem Tag. Alle geplanten Flugvorführungen stehen bereits in einer Art Drehbuch fest und werden in Zusammenarbeit mit der Flugsicherung minutengenau umgesetzt. Die Transalt C160. Laut ursprünglicher Planung hat die alte Dame das Ende ihrer Einsatzzeit schon längst erreicht. Durch lebensverlängernde Maßnahmen, wie das Verstärken von hochbelasteten Teilen am Rumpf und an den Tragflächen, können die über 100 Transalt-Maschinen in den nächsten 10 bis 15 Jahren weiterhin eingesetzt werden. Die Planungsphase für ein neues Transportflugzeug hat zwar schon begonnen, die konkrete Umsetzung ist aber für dieses Jahrtausend nicht mehr vorgesehen. Aber nur moderne Technik ersetzt natürlich noch keine Transportfliegerei unter schwierigsten Bedingungen. Und dies wurde in den letzten Jahren immer stärker von den Transportfliegern gefordert und gemeistert. Sicherlich auch mit einem kleinen Teil an alter Fliegerromantik. Und so drehen die über 11.000 PS noch einmal so richtig auf. Transportfliegerei in der Luftwaffe heißt schon lange nicht mehr, nur Soldaten und Material von A nach B zu transportieren. Der starke Anstieg von humanitären Hilfseinsätzen in den letzten Jahren erfordert immer wieder die Entwicklung neuer Verfahren, um in die Regionen noch Hilfslieferungen zu bringen,
wo dies mit normal üblichen Transportmitteln ziviler Art nicht mehr möglich ist. So gehört zum Beispiel diese Art des sturzflugähnlichen Anfluges aus großen Höhen zu den Standardanflügen auf den Flugplatz Sarajevo im Bürgerkriegsland Jugoslawien, um das Risiko des Beschusses vom Boden aus so gering wie möglich zu halten. Für die Zuschauer eine atemberaubende Show, für die Soldaten Reduzierung des Einsatzrisikos. Immer mehr Zuschauer strömen jetzt an die Absperrung des Flugfeldes. Denn jetzt wird durch die ständige Lautsprecherdurchsage eine wirklich herausragende Art der Transportfliegerei angekündigt. Ein Verfahren, das von den deutschen Transportfliegern entwickelt wurde und von vielen Nationen mit Respekt bekundet wird. Für diese Vorführung sehen wir eine weiße Transall mit UN-Anstrich. Es geht auch hier wieder um Hilfslieferungen in die Regionen, wo eine Landung auf Hilfspisten nicht möglich ist und das Absetzen mit Fallschirmen nicht sinnvoll erscheint. Zurzeit wird dieses Verfahren wieder in großem Umfang in Somalia, Afrika, durchgeführt. Bei diesem Anflug für das Afrika-Verfahren wird die Maschine so ausgetrimmt, dass das Heck nach unten geneigt ist. Die Geschwindigkeit beträgt etwa 200 Stundenkilometer. In 3 bis 5 Meter über dem Boden der Abwurfstelle werden 2 Paletten mit Getreidesäcken ausgeklinkt und rutschen aus dem Laderaum. Eine Beschleunigung der Triebwerke im gleichen Augenblick unterstützt den Abwurf. Und hier aus der Seitentür der Transall Abwurf von Gütern konventioneller Art mit Fallschirm. Je nach Windverhältnissen auch nicht unproblematisch. Bei dem Afrika-Verfahren bleiben ca. 80% der Säcke unbeschädigt, was zweifellos für dieses Verfahren spricht. Jede der hier gezeigten Formen des militärischen Lufttransports stellt seine speziellen Ansprüche, die nur im Zusammenspiel vieler einzelner Bereiche ein effektives Ergebnis bringen können. Dass immer das Zusammenspiel von Menschen die wichtigste Rolle spielt, zeigt die nächste Lufttransportübung in einer ganz besonderen Weise. Zwei Mi-8-Transporthubschrauber aus den neuen Bundesländern transportieren je einen Geländewagen. Den ersten als Außenlast und den zweiten, für uns zurzeit nicht sichtbar, im Laderaum. Aus der Transall wird nun bei laufenden Triebwerken auch ein Geländewagen entladen. Anschließend werden die beiden Wagen der Mi-8-Hubschrauber aufgenommen und die Transall wird wieder starten.
Die Problematik bei dieser B- und Entladeübung ist die, dass die Geländewagen jeweils für den anderen Lufttransport sozusagen neu reisefertig verpackt werden, dabei jedoch voll betriebsbereit bleiben müssen. Das Entladen sowohl der Außenlast als auch aus der Transall und der zweiten Mi 8 geht noch relativ schnell und einfach. Doch anschließend müssen die beiden Fahrzeuge noch in die Transall gefahren und dort innerhalb kürzester Zeit fest verzurrt werden, sonst kann es während des Startes zu einer Katastrophe kommen. Ähnlich wie der SRR-Hubschrauber kann die Mi 8 auch Rettungseinsätze fliegen und Personen mit der Winde bergen. Nachdem das Team bisher so reibungslos gearbeitet hat, bleibt nur noch eins zu hoffen. Springt auch das letzte Fahrzeug noch an? Auch hier hat sich gezeigt, dass nur ein perfektes Zusammenspiel aller Kräfte das gewünschte Ergebnis bringen kann. Auch wenn die Vereinigung mit den Transportfliegern Ost noch nicht abgeschlossen ist, scheint zumindest in der Einstellung zum Auftrag militärischer Lufttransport die Einheit bereits vollzogen zu sein. Die vielen tausend Besucher des heutigen Tages der offenen Tür konnten sich im Lufttransportgeschwader 63 einen Überblick verschaffen, was das Konzept Lufttransport 2000 beinhaltet und für die Jahrtausendwende bedeuten wird. Auch wenn jeder Tag neue Probleme mit sich bringt, so lässt sich immer eine Lösung finden. Also, das Fahrzeug RBJM92 wird in diesen Minuten von seiner jetzigen Position für den Eigentümer kostenpflichtig entfernt. Wie schon bei ähnlichen Veranstaltungen dieser Art, stellt sich heraus, dass es das Fahrzeug vom Kommodore dieses Geschwaders war. Er war den ganzen Tag unterwegs und musste sich um die vielen Gäste kümmern.